Hier präsentieren wir die 5 beste Rolead Rolet Grow-Lampen im Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Roleadro 108W Pflanzenlampe LED streifenbar. Die größte unter den kleinen ist die Roleadro 108W Licht. Es ist auch einer der LED-Streifen des chinesischen Lieferanten und wird auch von 36 EPI LEDs beleuchtet, jeder mit einem 3 Watt Ergebnis. Das Format der 108W Lampe ist speziell ideal für lange, ziemlich schmale Beleuchtungsstellen. Mit einer Länge von über 3 Fuß werden Sie wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sie direkt in viele Erweiterungen-Zelte im Freien passen. Die Leuchte ist für Anwendungen wie eine große Hausfensterbank gemacht. Das von dieser Lampe abgedeckte Farbspektrum ist ein typisches Komplettsortiment ohne Schnickschnack. Sie müssen möglicherweise auf UV- und IR-Licht verzichten. Allerdings muss die Sorte zwischen 470 und 630 nm noch für den regulären Pflanzenanbau ausreichen. Das Licht hat einen ziemlich hohen Anteil an Rot, was besonders in der Blütephase sichtbar ist. Nummer 4. Roleadro 81W LED Pflanzenlampe. Die 81-Watt-Version von Roleadro ist extra für reinartige Zimmerpflanzen gedacht. Im Gegensatz zum 75-Watt-Licht dieses Modells ist wieder eine Art Streifenlampe mit 27 Watt EPI LEDs 3 ausgestattet sowie Licht im Bereich von 470 bis 630 nm emits. Der 81 Watt ähnelt nicht der Wirksamkeit größerer Designs, ist aber ein faszinierendes und auch anpassungsfähiges Mittel in der deutlich weniger anspruchsvollen Beleuchtungsfläche von bis zu 0,3 Quadratmetern. Dafür sorgt eine recht ausgeklügelte Reflektortechnologie, die die LED-Strahlung gut an ihre Anlagen liefert. Aufgrund des hohen Rotanteils lohnt es sich gerade in der Blütephase. Angesichts der Tatsache, dass der 81W Roleadro ein lüfterloses Licht ist, ist es im Alltag glücklich friedlich. Die Wärmeableitung ist nicht so gut durchdacht, da die Lichter dann ärgerlich schnell warm werden. Die Federung ist äußerst nützlich und vielseitig. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Roleadro LED Pflanzenlampe Winter 75W Pflanzenlicht LED Grow Lampe. Wenn Sie viel mehr nach einem kleinen Licht sind, das extrem nahe an herkömmlicher Expand LED S kommt, bevorzuge ich lieber die 75 Watt Roleadro. Dies ist ein rechteckiges Licht, das Sie über Ihren Pflanzen wie ein größeres Wachsenlicht hängen können. Auch dieses Modell entlädt Licht zwischen 470 und 630 nm und liefert daher kein ideales, aber dennoch recht breites Gesamtspektrum. Für einfache Anwendungen reicht die Lichtleistung an winzigen Stellen bis ca. 0,4 Quadratmeter aus, aber für größere oder schwierigere Projekte nutze ich lieber eine leistungsstärkere Leuchte. Der Same-Level-Wert 205 mol bei 30 cm Höhe wäre dafür sicher etwas bescheiden. Ansonsten ist die 75 Watt Lampe überraschend sinnvoll. Sie ist nicht nur wirklich leise ohne Überhitzung, der Timer, der sie enthält, ist auch eine echte Linderung. Nummer 2. Roleadro 54W 18x3W LED Groß Dripleitbar 55 cm Red and Blue Lighting. Roleadro bietet wirklich verschiedene Designs im Mini-Bereich. Dies bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie wirklich frei wählen können, welcher Service für Sie der richtige ist. Wenn die Probleme, unter denen Sie Ihre Pflanzen ausdehnen und auch blühen, etwas härter sind, ist das 54 Watt Licht im reduzierten Leistungsverlauf ideal. Im Vergleich zur 40 Watt Kollektion enthält dieses Streifenlicht einige Verbesserungen. Die 18,3 Watt EPI LEDs sind etwas leistungsstärker, aber das ist auch an der Betriebstemperatur erkennbar. Es kann ein wenig wärmer werden. Ich würde sicher dafür sorgen, dass es genügend Reichweite zwischen Pflanzen und Licht gibt. Wenn man bedenkt, dass die Federung mit etwas Pech etwas schwach sein kann, müssen Sie mit der Rate eigentlich achtsam sein. Die etwas stärkere Wärmeakkumulation ist auch darauf zurückzuführen, dass das 54 Watt Licht, und das ist für dieses Leistungsrate nicht ungewöhnlich, kein Luftstromsystem hat. Und die Nummer 1 unserer Liste. Roleadro LED Pflanzenlampe 40W Pflanzenlicht Pflanzenleuchte.
Das 40 Watt Wachstumslicht von Roleadro ist eine wirklich kleine, aber auch recht kluge Beleuchtungsoption. Die streifenartige Leuchte ist mit 80 ziemlich winzigen EP-LEDs LEDs mit einer Leistung von jeweils 0,5 Watt ausgestattet. Einerseits deutet dies darauf hin, dass man mit diesem Licht aufgrund des Mangels an hoher Leistung speziell pro Diode kaum ein signifikantes Wachstum erkennen kann. Nichtsdestotrotz ist es ein faszinierender Service für zusätzliche Leuchten oder konventionelle Innenanlagen. Die 40W-Alternative bietet viel Vielseitigkeit. Sie enthält tatsächlich vier Streifen, die jeweils 10 Watt bringen und einfach und auch bequem mit jedem anderen verbunden werden können. Also, wenn Sie nur ein paar Blütentöpfe haben, als Beispiel, müssen Sie nur zwei Streifen verwenden, was Platz und Geld spart. Aber wenn Sie die ganze Fensterbank beleuchten möchten, können Sie bequem die komplette Sammlung nutzen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.